Dieter, hast du das gehört? Die suchen jemanden fürs Fernsehen. Da werde ich mich doch gleich mal bewerben. Bist du dir sicher, dass es das Richtige für dich ist? Natürlich, ich bin der geborene Fernsehstar. Die meisten haben mein Talent nur noch nicht entdeckt. Warte mal, die sagen gerade, wo man sich hier bewerben kann. Juhu, das ist ja gleich hier um die Ecke und das ist schon in 4 Tagen. Ich muss da gleich anrufen. Dieter, du wartest hier. Ich rufe an wegen dem Casting. Ja, nein, mir ist das völlig egal als was. Hauptsache, ich kann zum Fernsehen. Mhm, danke. Ja, bis in 4 Tagen. Auf Wiederhören. Die haben mich genommen. Jetzt stell dir das mal vor. Ich beim Fernsehen. Weißt du, was das bedeutet, Dieter? Ich werde in ganz vielen Talkshows eingeladen und in diese komischen Sendungen, wo die so viel reden. Ja, du weißt ja schon, was ich meine. Oh, juhu, das wird so wunderbar. Oh ja, ist ja schon gut. Oh mein Gott, heute ist ja das Casting. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich schmuffel ja ganz schön. Ach, so frisch geduscht fühlt man sich ja gleich 10 Jahre jünger. Wenn ich doch nur wüsste, welches Kleid ich anziehen soll. Heute werde ich mal wieder das gute Parfüm auftragen, bei so einem besonderen Anlass. Wo ist eigentlich Dieter? Ich dachte, er wollte mich zum Casting begleiten. Das Blaue? Oder doch lieber das Weiße? Ich weiß es nicht. Ah, ich drehe noch durch. Dieter, ich brauche deine Hilfe. Wo bist du? Frieda, ist bei dir alles in Ordnung? Soll ich einen Rettungswagen rufen? Hä? Rettungswagen? Hä? Jetzt komme ich überhaupt nicht mehr mit. Ach, Dieter. Nein, ich brauche deine Hilfe. Du musst mir sagen, welches Kleid ich zum Casting anziehen soll. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Das ist völlig egal. Du siehst doch in jedem Kleid schick aus. Wenn du aber unbedingt eine Entscheidung von mir haben möchtest, dann würde ich das Weiße anziehen. Ich habe mal gehört, dass es im Fernsehen besser sein sollte, wenn man helle Sachen anzieht. Das hat irgendwas mit der grünen oder mit der blauen Wand zu tun. Ach, Dieter, vielen Dank. Ich hätte das Blaue angezogen. Und, wie sehe ich aus? Würdest du mich einstellen? Kann ich so zum Casting? Du siehst hervorragend aus. Du bist sowieso die schönste Frau für mich auf dem ganzen Planeten. Oh, du bist so süß. Wir haben gar keine Zeit zum Quatschen. Wir müssen los. Jetzt komm doch endlich. Wir kommen noch zu spät. Jetzt mach doch mal keinen Stress. Stopp mal. Was ist denn los, Frieda? Ach, ich weiß nicht so genau. Ich denke einfach, es ist doch nicht das Richtige für mich. Das weißt du doch gar nicht, Frieda. Versuch es doch wenigstens. Okay. Ey, Frieda, was machst denn du hier? Komm her, hier sind nur 2 Plätze frei, Setschin. Sandy? Müsstest du nicht in der Arbeit sein? Oh, Frieda, ich hab dir doch erzählt letztens, dass ich gekündigt worden bin. Jetzt muss ich mir was Neues suchen, sonst musst du aus der Wohnung raus. Irgendwo muss doch die Miete herkommen. Ich bin zwar nochmal zu meinem Chef hin und hab gebettelt, dass der mich wieder einstellen soll, aber keine Chance. Du weißt doch, wie es ist auf dem heutigen Arbeitsmarkt. Und in der Firma bei deinen Eltern, könntest du da nicht arbeiten? Oh, hör mir bloß auf mit denen. Was haben sie mir versprochen? Die Miete wollten sie mir bezahlen. Nichts da, muss alles alleine machen. Frieda Mattes? Ja, hier. Wenn Sie bitte mit mir mitkommen würden. Geht es etwa schon los? Nein, keine Sorge. Sie sind noch nicht dran. Wir bräuchten für unsere Kartei noch ein paar Fotos von Ihnen. Warum haben Sie denn nichts gesagt? Ich hätte doch Fotos mitbringen können. Du sorge mal, Dieter, und ihr seid jetzt richtig zusammen, oder wie sehe ich das? Ich denke schon, ja. Zurzeit bin ich mit Frieda sehr glücklich und ich hoffe, Sie mit mir auch. Da gratuliere ich dir mal zu dem dicken Fang, den du da gemacht hast. Oh, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass die mich noch nie rausgeschmissen hat. Seit 2 Monaten zahle ich keine Miete mehr, weil ich es nicht kann. Ich bin ja gekündigt worden. Aber die Frieda, die hat echt ein großes Herz. Ah, so gut wie die will ich es im Leben immer haben. Sandy, so war doch dein Name, oder? Du sag mal, wie meinst du das jetzt ganz genau? Hä? Willst du mich veräppeln, oder was? Ey, sag bloß, du hast es nicht gecheckt. Ey, die Frau, die schwimmt in der Knete. Solche Leute erkenne ich sofort, die rieche ich schon von Weitem. Meine Eltern sind ja auch sternreich, aber geizig ohne Ende noch. Die haben es ja nicht mehr nötig, mir mal die Miete zu bezahlen. Jetzt muss ich mir noch eine Arbeit suchen, damit ich überhaupt ein Dach über den Kopf habe. Du redest aber hier von meiner Frieda, oder? Naja, nicht klar rede ich von deiner Frieda, oder siehst du hier nur eine andere?
Jetzt wird mir so einiges klar. Die vielen Geschenke, Dieter, das teure Auto. Alles klar bei dir? Weißt du, wie viele Fotos die von mir gemacht haben? Das waren gefühlte 1000 Stück gewesen. Dieter, was ist denn los mit dir? Hast du irgendetwas? Nein, nein, alles in Ordnung. Das sieht mir aber nicht danach aus. Du hast doch irgendetwas. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich da schon etwas. Ja, also dann raus mit der Sprache. Was ist das? Ja, also deine Freundin oder besser gesagt Mitbewohnerin, diese Sandy, die hat mir da irgendetwas erzählt und ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist. Was hat Sandy denn genau erzählt? Ja? Es ist soweit, Sie sind dran. Kommen Sie bitte. Oh Gott, es ist soweit, du musst mir die Daumen drücken. Du musst nur an dich glauben, dann schaffst du das auch. Wenn Sie mir bitte folgen. Schönen guten Tag, ich bin der Castingdirektor und der Kameramann. Stellen Sie sich doch bitte da drüben hin. Für Sie haben wir eine Wetterkarte vorbereitet. Ihre Aufgabe ist es, den Zuschauern da draußen das Wetter für morgen zu präsentieren. Seien Sie mir nicht böse, aber ich sehe hier nur grün, also... Oh nein, nein, das wird dann später alles per Computeranimation eingefügt. Und wie soll ich dann das Wetter präsentieren ohne Karte? Irgendwie habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt. Ach, und dann noch etwas. Hätten Sie denn nichts anderes außer Wetter? So Nachrichten oder so? Aber Wetter? Frau Mattes, wenn Sie nicht möchten, wir zwingen Sie nicht dazu. Sie können auch gerne wieder gehen. Nein, nein, ich versuche es schon. Frau Mattes, ich erkläre Ihnen ganz kurz, wie das hier bei uns so funktioniert. Das ist die Präsentationswand. Die Zuschauer im Fernsehen sehen später natürlich eine Wetterkarte. Die grüne Wand können wir Ihnen natürlich nicht zeigen. Und da drüben hängt der Monitor. Da sehen Sie sich und die Karte. Und Sie sehen genau, wo Sie auf der Karte hinzeigen. Frau Mattes, haben Sie alles verstanden? Ja, alles verstanden. Okay, dann würde ich vorschlagen, fangen wir mal an. Frau Mattes, erklären Sie uns doch das Herbstwetter für morgen. Okay. Die Kamera läuft. Heute ist kalendarischer Herbstbeginn und auch die Nacht- und Taggleiche. Pünktlich dazu wird es ziemlich turbulent hier bei uns in Deutschland. Denn ein Sturmtief namens Fabian zieht einmal mitten über Deutschland hinweg. Tagsüber ist der Tiefgang hier über Belgien noch zu finden, zieht am Abend und über Nacht Richtung Polen wieder ab. Und dazu gibt es jede Menge Regen, besonders hier in der Mitte, da kann es lokal richtig heftig schütten. Das bedeutet für Sie Gummistiefel, Regenjacke und Schirm nicht vergessen, wenn Sie rausgehen. Und oben im Norden wird es richtig schön sonnig und warm bei einer gefühlten Temperatur von 30 Grad. Da würde ich mal sagen, Badesachen raus und nix wie an den Strand. Im Osten können Sie den Schwimmring und das Paddelboot wieder rausholen, weil da wird es regnerisch und wir haben da eine Höchsttemperatur von 13 Grad. Das war's von mir gewesen für heute. Ich verabschiede mich und sage ciao, ciao, servus und tschüss. Das war richtig klasse gewesen. Ich weiß gar nicht, was Sie hatten. Echt jetzt? Oh, ich freue mich. Wir machen jetzt noch einen zweiten Durchgang. Frau Mattes, das war für den Anfang schon gar nicht schlecht gewesen. Beim zweiten Mal stellen Sie sich doch bitte etwas mehr nach rechts. Mhm. Und wieso, wenn ich fragen darf? Oben links wird dann später die Karte für die Zuschauer eingeblendet. Und wenn Sie zu sehr an der Mitte stehen, dann hat man ja nur Sie im Bild und nicht die Karte. Sie verstehen, was ich meine? Hm? Okay, Kamera läuft. Entschuldigung, aber soll ich denn das Gleiche jetzt nochmal erzählen? Frau Mattes, das ist mir völlig egal, was Sie erzählen. Hauptsache, es geht um das Herbstwetter. Ich bin soweit. Kamera läuft. Heute ist kalendarischer Herbstbeginn und auch die Nacht- und Taggleiche. Pünktlich dazu wird es ziemlich turbulent hier bei uns in Deutschland. Denn ein Sturmtief namens Fabian zieht einmal mitten über Deutschland hinweg. Tagsüber ist der Tiefgang hier über Belgien noch zu finden, zieht am Abend und über Nacht Richtung Polen wieder ab. Und dazu gibt es jede Menge Regen, besonders hier in der Mitte, da kann es lokal richtig heftig schütten. Vielen Dank, Frau Mattes, das war's für heute gewesen für Sie. Was, das war es schon gewesen? Und wie war ich gewesen? Waren Sie mit meiner Leistung zufrieden? Werde ich eingestellt? Das Einzigste, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Sie in der engeren Auswahl stehen. Aber das entscheiden wir nicht alleine, sondern mit anderen Leuten zusammen. Wenn ich jetzt auf Sendung wäre, wie würde es denn dann aussehen? Kann ich mir das mal anschauen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen. Pünktlich sehen Sie, so würde das Endergebnis dann aussehen. Oh, das ist ja richtig cool. Aber irgendwie sehe ich total fett aus im Fernsehen. Ich kann mir nicht helfen. Frieda, du bist ja schon wieder da. Das ging aber schnell. Dieter, stell dir mal vor, er hat zu mir gesagt, ich komme in die engere Auswahl. Ist das nicht klasse? Ich freue mich total. Ach, da freue ich mich aber für dich.
Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist eine starke Frau und du schaffst alles. Du musst nur selber an dich glauben, hm? Meinst du das ernst, Dieter? Ja, natürlich, Frieda. Und über die eine Sache müssen wir auch noch reden. Er weiß es. Heute grüße ich ganz lieb Silvio Vater, Flecky Love, Lea Maria Außerhofer, Yvonne Antunes und zum Schluss noch ganz lieb Alice Schäfer. Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Playmobil-Videos mit Tante Frieda und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren. Vergiss nicht, die Glocke zu betätigen, damit du kein Video mehr verpasst.